die Spielvereinigung Unterhaching ist im, ich sag mal, gesicherten Mittelfeld, aber ich glaube, im Augenblick gibt es ganz andere Probleme. 12 Corona-Fälle, die verhindern einen normalen Spielbetrieb. Manni Schwabel, wie ist die aktuelle Situation? Wir haben das, nur 12 trainieren momentan. Das hat uns auch wie aus dem Nichts getroffen. Man muss auch betonen, dass von denen 12 10 doppelt geimpft sind und einer genesen. Also das ist wirklich ein Rätsel. Wir sind die ganze Corona-Zeit eigentlich super durchgekommen. Letztes Jahr in der dritten Liga kaum irgendwelche Fälle gehabt. Momentan trifft es uns ein bisschen, aber die Dinge sind auch da zu lösen. Aber man muss ein bisschen mit Weitsicht da hingehen und schon schauen, wenn die Spieler zurückkommen, dass man es nicht gleich wieder in den Wettkampf reinjagt, weil da, glaube ich, geht einfach die Gesundheit vor. Jetzt ist ja auch so, die Gesundheit ist das Wichtigste. Wie geht es den Betroffenen? Ich glaube, es gibt schon Symptome. Es gibt Symptome, ist unterschiedlich von den Symptomen her oder von der Stärke oder Schwäche her. Das ist ein schwieriges Thema. Das wird uns noch länger, glaube ich, begleiten. Aber man sieht ja, dass Impfen das einzige Allheilmittel auch nicht ist. Aber natürlich sind die meisten geimpft. Aber wir als Vereinsvorstand werden sicher nicht sagen, ihr müsst euch impfen lassen, sondern es ist schon die freie Entscheidung der Angestellten oder der Spieler. Aber die Quote ist sehr hoch. Jetzt wollte ich gerade darauf noch mal eingehen. Ja. Ein Ungeimpfter war es, ja, ist jetzt müßig, ob der das reingebracht hat, das wird man wahrscheinlich nicht eruieren können. Trotzdem ist es als Verein dann nicht, wenn man sowas jetzt erlebt, dann irgendwo an der Zeit vielleicht auch zu sagen, Jungs, wenn ihr bei uns spielen wollt, dann habt ihr euch zu impfen? Na, ich habe jetzt gerade gesagt, also das Recht nehmen wir definitiv nicht raus. Das ist ein Privatthema. Da geht es um die Gesundheit. Muss jeder für sich wissen. Jeder hat Ärzte um sich herum oder irgendwelche Berater. Also das traue ich mir nicht zu, das zu machen und werde ich auch nicht tun. Jetzt kommt auf Sie in den nächsten Wochen ein Mammutprogramm.